Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Haven Colony. Ich grüße euch. Da war mal kurz das Gehirn, kurz AFK. So, dann können wir die Route hier ändern. Genau. Zum Glück ist das sowas schon schnell gemacht. So, machen wir das hier mal und das hier brechen wir ab. So, weil dann können wir nämlich hier auch noch ein paar Kleinigkeiten machen. Erstmal Sauerstoff rein. Dann kommt hier noch einmal Havaka her. Und denn, weil wir haben nämlich ein kleines Problemchen, unsere Wohnungen werden langsam aber sicher besetzt werden. Und dann kommt nämlich hier ein mega großes Hochhaus rein. Ich glaube, wir haben noch kein richtig großes Hochhaus, haben wir noch null, genau. Dann fangen wir mit einem ersten Hochhaus Stufe 1 an. 66 Naniten kommen dafür in Frage. Das haben wir ja auch zum Glück gleich. Und da ist es. Und dann werden wir hier nämlich unser erstes Hochhaus hinsetzen. Da. Und dann direkt daneben das nächste und hier gegenüber nochmal eins. Und dann haben wir hier drei Hochhäuser stehen. Die können dann umringt werden von schönen Gebäuden. Parkanlagen, weiß der Geier. Genau. Das erste Hochhaus ist fertig und wird gleich aufgerüstet. Dann können wir nämlich dann auf Maximum weitermachen. Weil, wie gesagt, auch unsere Jungs hier unten arbeiten ja auf Hochtouren. Jetzt warte ich mal kurz. Der müsste ja gleich fertig sein. 72 und im Großen sind 120 Kolonisten drin, die alle dann über unsere Hovercar-Stations fahren. Das heißt, hier sollte eigentlich die Hölle abgehen. Hier sollte die Hölle abgehen. Das ist so cool einfach nur. Okay, der nächste ist schon online. Dann kriegen die auf jeden Fall ein Krankenhaus hierher. Das muss sein. Ja, die Kontaminierung können wir hier auch mal reinbauen. Auch da, sicher ist sicher. Eine Verstärkerausgabe gerne auch noch. Ist ein paar Meter entfernt, aber macht da eigentlich im Prinzip ja auch nichts. Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier auch wieder ein paar Arbeitsplätze frei und jetzt schaut die Sache auch gleich viel hübscher aus. Das gefällt mir. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden hier wieder volle Kanne aufbauen. Jetzt frage ich mich gerade, wo unsere Naniten eigentlich die ganze Zeit abbleiben. Ja gut, wir haben sehr viel Eisen auf Halde. Wo sind unsere Verarbeitungsbetriebe? Hier unten. Dann geben wir hier mal ein bisschen Stoff drauf. 6,27. Die fehlen natürlich woanders, ist ja klar. So, jetzt machen wir 7,5 aktuell. 8,5 in der Nanitenproduktion. Damit kann ich absolut leben. 8,5, etwas sogar noch drüber, ist ein absolut feiner Stand für uns. Creepspawn. Oh. Da könnte man, ja wohl. Da müsste man eigentlich auch was tun. Haben wir jetzt eigentlich alles abgedeckt? Ne, hier unten noch nicht. So. Und nächstes großes Habitat.
Und dann auch wieder hier ein paar Deko-Gebäude dazwischen klemmen. Das ist, wie gesagt, nie verkehrt. Exportiere Seuchenimpfstoffe, okay. Dann sollten wir das tun. Und das hatten wir ja hier unten vor. Haben wir... Das haben wir doch, oder? Ja, klar. Dann auf geht's. So, unsere Schiffe werden auch noch bemannt. Das passt ganz gut. 70% mittlerweile besetzt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Crew ist voll. Dann werden wir unser zweites Schiff, werden wir jetzt die Genesis, werden wir jetzt losschicken. Und dann konfrontieren wir die ersten damit. Die Leonidas, die geht jetzt hier oben rum. Die erkundet weiter. Die ist nämlich noch nicht so weit besetzt, aber die konfrontiert trotzdem und kehrt dann zurück. Und hier wird die Crew gerade noch aufgefüllt. In der Liberator. Die ist jetzt voll. Die hat aber sehr wenig Unterstützung. Wir schicken die nur mal einmal los. Die soll mal konfrontieren. Und dann gucken wir mal, ob das was wird hier. So. Okay. Die Jungs sind unterwegs. Das ist gut. In der Zwischenzeit kann natürlich die Gebäudeeffizienz auch nochmal ein bisschen angehoben werden. Ja, ich werde hier auch ein paar Batterien hinten dran klemmen noch. Einfach nochmal, um ein bisschen Saft aufzuhalten. Für uns, falls irgendwas mal sein sollte. Ich glaube, so viele Batterien haben wir noch nie gebaut. Und um die Batterien zu speisen, nehmen wir natürlich auch mal gerne noch Solarstrom an den Start. Dann erzeugen wir gleich günstigsten Strom aus bester Quelle. So. Zwei Reihen Solarstrom, damit ist die Expedition hier erstmal safe. Wir haben nämlich ein bisschen Energieprobleme. Hier haben wir Probleme mit dem Strom. Wir haben auch, glaube ich, ein bisschen ein Kriminalitätsproblem, kann das sein? Ja, hier oben. Hier auch ein bisschen, aber das ist leider... Leider klar, wo mehr, wo oder wo viele Menschen sind, ist leider auch Kriminalität immer wieder ein Thema. The reports of low food supplies are quite concerning. Please make sure your colony increases food cultivation immediately. Okay, wir sollen mehr Essen ranbekommen. Das sollte uns jetzt nicht vor Herausforderungen stellen. Das werden wir jetzt auch einfach mal tun. Wir haben ja die Möglichkeit. Also weiter Gerste produzieren. Brokkoli haben wir nix, aber da sollten wir auch mal zumindest ein bisschen was machen. So. Genesis Crew verletzt. Okay, die Genesis sollte wieder zurück zur Kolonie fliegen. Ja, die haben es nicht geschafft. Das ist schade. Ja, guck mal, jetzt geht aber die Nahrung ordentlich nach oben. Macht aber nichts. Wir wollen trotzdem Kleinigkeiten noch trotzdem weitermachen. Wir wollen nämlich unsere ganzen Sondersachen mal anfangen. Entari. Pelko. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. We need some special supplies. Okay, Service-Roboter kriegen wir hin. Quarries. Dann brauchen wir hier unten auf jeden Fall eine... Das habe ich befürchtet. So, machen wir das so, dann kommen wir nämlich da noch hin. Mal noch mehr Quarries und ein paar... Xenos. Wegen Salbei und so Zeugs. Außerdem können wir das ganz gut hier oben weiter verwursten. In Lemonade! Hier geht's auch weiter in Pasta. Entari-Flocken. Flocken aus Entari. Entari-Brot, eine Art Brot aus Entari. Okay. Führt uns nicht zu weiter. Okay, wie schaut's denn bei unseren... Expeditionsschiffen aus. Die sind ja hauptsächlich hier eigentlich untergebracht. Die sind alle noch unterwegs. Das ist okay.
So, lassen wir das mal so da einfach dahin gedröfelt laufen. Lass mal laufen. Wie schaut es eigentlich mit unseren Batteries aus, nachdem ich die jetzt so hochgedrückt habe? Die haben ein bisschen Ladung. Ne, brauchen wir nichts. So, dann machen wir Folgendes. So, machen wir hier noch einen her. Hier sind wir zu nah. Aber ist alles nicht schlimm. Lassen wir mal. Wie gesagt, dann sind auch da die Arbeitswege kürzer. Also Weizen kann man immer brauchen, scheint mir. Und hier könnte man Wasser noch ein bisschen aus dem Boden holen. So. Referendum, schau das mal an. Unser bisschen Kriminalität, das kann uns jetzt nicht das Genick brechen, denke ich. So, kümmern wir uns mal noch ein bisschen um Police und dann wird die Sache schon. So, jetzt reicht's mir. Hier wird jetzt der Hort des Friedens geschaffen. Das wird jetzt absolut unter Polizeikontrolle gestellt. Dieses Sündenfuhl hier. Da kommen die Police-Drohnen zum Einsatz. Da sind sie, Jungs. So. Auf geht's, Jungs. Ihr wisst, was zu tun ist. Splittersturm kann uns jetzt nicht so wirklich ärgern. Können wir zum Glück größtenteils abschießen. Ah. Die Crew ist da mittlerweile. Dann gucken wir mal. Leonidas ist zu Hause. Looks like somebody needs our... Looks like someone could use our... I'm not sure what... Looks like someone could use our assistant. So, die starten schon mal. Dann haben wir die Genesis. Looks like someone could use our assistance. Better send the team out there. Und wir konfrontieren. Und die Liberator ist hier hinten irgendwo. Die konfrontiert auch nochmal. Und dann kommen alle wieder zurück. Mal gucken, was so läuft. So. Good news. Your citizens seem happy with your performance. And I think you have a good chance to win this referendum. Energie. Können ja auch mal zur Not einfach Energie auf Batteriepower umsteigen. Wie schnell entlädt sich das? Je mehr Blitzeinschläge, desto einfacher wird die Sache. Okay, pass auf, wir haben eine Luftqualitätswarnung hier hinten. Dann hauen wir da noch ein bisschen was drauf. So, und jetzt, ich dachte eigentlich, hier vorne wäre die Luft schlecht. Ist aber gar nicht. Na ja, gut. Denn, oh, sorry, um Generator, damit wir sie auch wirklich schlecht hinbekommen. Dann können wir ja hier trotzdem noch Sauerstoff. Da bin ich auch ein bisschen concerned gerade. Das glaube ich gerade nicht. Pass auf. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt wird irgendeiner schreiben, ich pass doch schon auf. Was willst du denn von mir? Jetzt gucken wir mal. Da bauen wir jetzt mal eine Mühle 2. So, und dann bauen wir nochmal eine Mühle 2 her. Damit wir unser Nahrungsmittelpensum hier noch ein bisschen einhalten können. Ja, ich habe nämlich so ein bisschen die Hoffnung. Den kyrillischen Schein, der reduziert bisschen so quasi die, wie soll ich sagen, reduziert ein bisschen die Aggression und die Kriminalität in der Kolonie. Das finde ich sehr gut. So, warte mal, Grotibohnen
will ich nicht. Entari-Flocken hätte ich ganz gerne. Brot hätte ich ganz gerne. Und ein paar Bonbons. Und ein Xeno-Gewürzbrot würde ich auch neben Pasta hier ganz gerne herstellen. Dann können wir nämlich mal richtig gut in die Nahrung rein investieren. Und vor allem, wir kriegen das ganze Zeug auch mal los. Vor allem aber auch den Mais-Sirup und das Mehl, was uns momentan sehr viel da ist. Quinoa haben wir auch noch mega viele und Quarisporen haben wir auch sehr viele. Dann bauen wir hier nochmal einen zweiten hin. Apropos, haben wir nichts, okay. Importiere Service-Roboter. Dazu brauche ich doch mindestens ein Einzelhandelszentrum, oder? Und ein VR-Zentrum können wir auch mal eins bauen. Sicher, sicher. So, Batterie ist ausgefallen. Tut uns nicht weh. Zumindest jetzt nicht. So. Und jetzt gucken wir nochmal hier hin. Jetzt können wir trotzdem noch mehr Mehl herstellen. Und ein bisschen Müsli. Auch da haben wir auf jeden Fall mehr als genug dann. Und ach genau, hier wollte ich die Quarries noch ein bisschen weiter verarbeiten. Ekelerregende Nahrungsmittel, okay. Was kann ich noch aus Quarries machen? Ich könnte noch ein paar Gebrauchsgüter herstellen und Grochi-Bohnen herstellen. Dann brauchen wir hier kein Müsli herstellen und Mehl eigentlich auch nicht. So. Weil dann haben wir nämlich auch im Einzelhandelszentrum irgendwas zu verkaufen. Und dann können wir vielleicht im Import Holo-Einheiten und genau, Service-Roboter. Go for gold! So. Haben wir mittlerweile irgendjemanden mit zurück? Die Genesis ist zurück. Wir müssen eigentlich gerade landen, oder? Da kommt sie gerade runter, okay. Ah, da hat die Crew ziemlich zerlegt. Ja, und wir sind gerade in der Schiffsreparatur. Das lassen wir mal laufen. Die haben es ziemlich erwischt. Hm, die haben ganz schön Kämpfe geführt. So, dann gucken wir mal, was die anderen Jungs hier machen. Die Leonidas, die kann danach auch mal eine Rückkehr wagen. Und die Liberator, die sehe ich noch nicht mal da hinten. Die kann nochmal konfrontieren. Und dann probieren wir es jetzt einfach mal so. In der nächsten Folge allerdings wird es erst weitergehen, meine Lieben. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.